So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, ich bin offscreen noch ein bisschen durch die Citadel gelaufen und hier in den Bezirken angekommen und es scheint, als würde es hier wieder Leute geben, die irgendwas wollen. Sie sind doch der Spectre, nicht wahr? Zum Beispiel Charles Saracino. Hallo. Commander Shepard, ist mir eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön. Worum geht es bei dieser Demonstration? Mein Name ist Charles Saracino. Ich bin von der Trockenlandpartei. Anlässlich des Gedenktages protestieren wir gegen die Politik der Alien-Freunde im Präsidium. Kann ich bei der nächsten Wahl auf Ihre Unterstützung zählen? Das klingt ja mal wieder sehr rassistisch. Für welches Amt kandidieren Sie? Ich strebe einen der 5 Spacer-Sitze im Parlament an. Damit ein Bürger seine Stimme dafür abgeben darf, muss er recht komplizierte Voraussetzungen erfüllen. Er muss mehr als 6 Monate pro Jahr im All verbringen. Aber er darf in keinem der besiedelten Systeme mehr als einen Monat geblieben sein. Sie verbringen doch die meiste Zeit im All, Commander. Das stimmt wohl. Aber das heißt nicht, dass wir dir direkt auch unsere Stimme geben. Was ist überhaupt diese komische Partei? Ich weiß nichts über die Trockenlandpartei. Wofür stehen sie? Unser Hauptanliegen ist, dass sich die Erde nicht von Alien-Einflüssen korrumpieren lassen darf. Weder politisch noch kulturell und schon gar nicht militärisch. Endlich mal ein Mensch, der etwas Zivilcourage zeigt. Pardon. Ich glaube nicht, dass Sie die Interessen der Menschen etwas angehen. Ob mich etwas angeht, entscheide ich immer noch selbst. Jetzt beruhigt euch mal beide. Es reicht. Seien Sie still. Beide. Natürlich, Commander. Entschuldigung. Sie wollen am Gedenktag des Erstkontaktkrieges demonstrieren? So, wie wir es jedes Jahr machen, seit 26 Jahren. Wir wollen nicht, dass die Menschen die Lektion dieses Krieges vergessen. Wenn wir uns nicht selbst helfen, wird es niemand tun. Ah, ist heute der Gedenktag oder der Jahrestag des Erstkontaktkrieges. Cool. Ja, das war ja der Krieg, wo das erste Mal die Menschen auf andere Rassen gestoßen sind durch die Massenportale. Ja, aber anscheinend hat sich in den 26 Jahren nichts wirklich geändert. Ich dachte, die Lektion des Erstkontaktkrieges sei, dass es noch anderes Leben in der Galaxie gibt und man andere Meinungen akzeptieren muss. Schon möglich, Commander. Aber wenn die Aliens ihre Meinungen mit Waffengewalt vertreten, warum sollten wir uns dann nicht wehren? Weil sie größere Waffen haben? Wenn sie größere Waffen haben, müssen wir unsere Rüstungsausgaben erhöhen. Aber stattdessen geben wir durch Abkommen unser Recht auf Selbstverteidigung auf. Mir gefällt ihre Art zu denken. Ihr scheint euch ja irgendwie ganz gut zu verstehen, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass Aliens schon okay sind. Wir sollten niemanden ausschließen. Tut mir leid, aber ich glaube fest daran, dass wir in Frieden mit anderen Völkern leben sollten. Das gab es schon einmal in der Geschichte der Menschheit. Undurchdachte Naivität führt zu Aussagen wie Frieden in unserer Zeit. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas wie Shang-Chi noch einmal passiert. Könnten Sie nicht vielleicht ein öffentliches Statement abgeben, dass Sie meine Kandidatur unterstützen? Die Unterstützung des ersten menschlichen Spectres wäre von unschätzbarem Wert. Nein. Denn gerade jetzt in der Zeit, wo die Reaper eventuell bevorstehen, sollten wir uns doch alle verbünden gegen die und nicht uns noch untereinander bekämpfen. Aber was meint er eigentlich mit Shang-Chi? Die Besetzung Shang-Chis kann nicht wieder geschehen. Damals waren wir uns noch nicht einmal bewusst, dass es Außerirdische gab, gegen die man sich verteidigen muss. Der Vorfall hat immer noch starke Symbolwirkung, Commander. Shang-Chi ist das einzige menschliche Gebiet, das je von Aliens erobert wurde. Ja, aber dass das einzige ist, zeigt ja auch, dass sie es nicht weiter versucht haben, weil es war halt ein Krieg. Und nein, wir werden ihn nicht unterstützen. Sie haben natürlich das Recht auf freie Meinungsäußerung, Mr. Saracino, aber ich teile Ihre Ansichten nicht. Verstehe. Aber ich bin zumindest froh, dass Sie die demokratischen Werte unterstützen. Danke für Ihre Zeit, Commander. Erinnern Sie sich an die Trockenlandpartei am Wahltag. Denn die Trockenlandpartei wird sich an Sie erinnern. Unser eigener Weg! Naja, er scheint auf jeden Fall nicht feindlich gesinnt zu sein uns gegenüber, weil wir ihn jetzt nicht unterstützt haben. So, dann gehen wir mal Richtung medizinischer Station und mal gucken, ob diese Ärztin, die dauernd in Schwierigkeiten ist, wenn wir da hinkommen, auch heute mal wieder in Schwierigkeiten sein wird. Ich hoffe ja mal nicht. Na, sieht ganz gut aus. Sprechen wir sie mal an und gucken, ob es auch so bleibt. Ja, Commander. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Ah, seht mal. Ich gehe dann jetzt. Leben Sie wohl, sie hat sich wohl aus allem rausgehalten.
Gut, dann haben wir da schon mal, müssen wir uns darum schon mal nicht mehr kümmern. So. Ja, da geht es ja jetzt runter zur C-Sicherheit, da wollen wir jetzt aber nicht hin. Wir laufen lieber in die andere Richtung. Wir müssen ins Flux, ne? Haben sie ja gesagt. Das Flux ist, glaube ich, hier. Ja, ins Flux. Okay, da gehen wir aber als letztes halt hin. Ist ja klar. Wir gucken uns halt noch ein bisschen um. So, und gehen jetzt auch erstmal hier lang. Wir müssen, wollen ja auch noch in die unteren Bezirke und so weiter, weil irgendwo muss ja auch noch dieser Fan sein. Da hinten steht er schon. Seht ihr? Da, da ist er, der Fan. Vielleicht gibt es ja was Neues, mit dem wir reden können, damit er hoffentlich endlich mal aus unserer Missionsliste verschwindet. Commander, ich habe auf Ihre Rückkehr gewartet. Ah, oh, anscheinend will er unbedingt mit uns sprechen. Ich hatte eine Idee und wollte sie Ihnen unbedingt erzählen. Ja, komm, wir sind mal kein Arschloch, wir sagen nur zu. Was haben Sie auf dem Herzen? Da so viele Kolonien der Menschen angegriffen werden, frage ich mich, ob ein Spectre ausreicht. Wie wäre es, wenn Sie mich als neuen Spectre einstellen? Das wäre wohl ein bisschen übertrieben, oder nicht? Warum wollen Sie ein Spectre werden, Konrad? Weil ich dem Rat ebenso wie Sie zeigen will, was die Menschen drauf haben. Ich wäre bestimmt ein toller Spectre. Ich weiß, dass Sie Angst haben, anderen zu trauen, nachdem Sie auf Akuse Ihr Team verloren haben. Aber ich würde Sie nie im Stich lassen. Naja, aber das so Spectre zu werden, geht ja nicht von jetzt auf gleich. Das muss man sich ja ein bisschen verdienen. Was ist mit Ihrer Frau, Konrad? Sie vertraut Ihnen auch. Wollen Sie sie im Stich lassen? Was? Das verstehe ich nicht. Aber wir schon. Wissen Sie, was mich hier draußen anspornt? Das Wissen, dass die Leute zu Hause dafür sorgen, dass die Menschheit stark bleibt. Sie haben recht. Ich habe mich da wohl verrannt. Ich wollte helfen. Ich werde nach Hause gehen. Danke, dass Sie mir den Kopf gerade gerückt haben. Bitteschön. Yay, und da haben wir endlich die Mission, die Sidequest mit ihm erfüllt. Ich glaube, wenn man Arsch ist und ihm da unterstützt oder so, oder ihm auf böse Weise sagt, dass das nichts wird, ich glaube, dann ist es so, dass er sich dann eigenmächtig irgendwie in den Kampf stürzt später und man erfährt dann, glaube ich, dass er im Kampf verreckt oder so. Deswegen, gut, dass wir das nicht gemacht haben. Wir haben ihn vor einem schlimmen Schicksal bewahrt, könnte man sagen. So, gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Hallo, Mordan. Ja, Mensch. Brauchen Sie etwas? Okay, das mit Banes. Ja, müssen wir jetzt. Oh, das passiert mir heute die ganze Zeit schon, dass ich aus Versehen die Waffen ziehe. So, genau. Dann gehen wir nochmal schnell in Koras Nest und wenn da nichts mehr ist, gehen wir ins Flux, wo wir eigentlich auch hin müssen. Um uns da zu unterhalten. Und dann geht es vielleicht Richtung Finale. So. Aber mir scheint irgendwie. Mich sticht auf jeden Fall noch keiner ins Auge. Das ist ein Gast, der hat sowieso nichts. Harkin? Warte mal, wo war denn der Harkin? Das ist ein Gast. Ach da, der Besoffene. Verschwinden Sie! Nee, er ist immer noch besoffen. Der wird, glaube ich, auch den Rest seiner Tage besoffen bleiben. Na gut, dann hätten wir das. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf ins Flux. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Ob wir die Citadel überhaupt wieder verlassen dürfen, um in den Kampf gegen Saren zu ziehen. Weil wir werden ja leider hier festgehalten. Wir haben ja keine Starterlaubnis. Quasi. Warte mal, können wir nicht einfach hier hochlaufen? Das ist wirklich viel einfacher, oder? Machen wir uns hier eine kleine Abkürzung. Würde ich mal sagen. Hier haben wir ja auch das erste Mal die Tali getroffen. Damals, da wurde sie ja noch bedroht von Soldaten. Und wir müssten ihr dann unter Zeitdruck helfen. Haben wir ja geschafft, deswegen ist sie auch hier. So, komm drauf. In Gedenken an Shang-Chi. So, und wir gehen jetzt mal ins Flux. Komisch, ich habe gar nicht diese Reporterin wieder getroffen. Vielleicht ist sie auch irgendwo, wo ich jetzt noch nicht war. Aber ist mir eigentlich auch egal. So. Verzeihen Sie bitte. Hätten Sie einen kurzen Augenblick Zeit für mich? Wer ist denn das jetzt schon wieder?
Soldat, ich habe ein ziemlich großes Problem und ich brauche Hilfe von jemandem, der die Interessen der Menschen vertritt. Aha, und was ist das für ein Problem? Die korrekte Anrede lautet Commander. Was wollen Sie? Natürlich, immer gleich zur Sache. Darum hat die Menschheit auch die beste Flotte in der Galaxie. Mein Name ist Elias Kieler. Ich bin ein Abgesandter der Allianz. Wir werden in Kürze ein bedeutendes Treffen mit den Salarianern abhalten. Sie können sich kaum vorstellen, was dabei auf dem Spiel steht. Ich kämpfe genauso wie Sie für die gesamte Menschheit. Klar. Verstehe. Wichtige Sache. Was genau brauchen Sie also? Bei meinem Kampf für die gesamte Menschheit brauche ich die besten Mittel auf dem Markt. Es gibt ein Mentalstimulans, das die Aufmerksamkeit erhöht und das Urteilsvermögen schärft. Es ist legal, aber die Abgabe pro Person ist limitiert. Ich habe meine Monatsration schon verbraucht und brauche jetzt mehr von der Krankenstation. Okay, du klingst eher wie ein Junkie. Warum haben Sie mehr als die monatlich erlaubte Dosis genommen? Die Verhandlungen sollten letzte Woche stattfinden, aber die Salarianer haben alles herausgezögert. Vielleicht absichtlich. Wenn ich das Stimulans nicht bekomme, bin ich ein Wrack. Mein Assistent würde übernehmen und die Katastrophe wäre perfekt. Was ist dein Problem? Ist Ihr Assistent inkompetent oder nur unerfahren? Schlimmer. Er ist ein Alien-Sympathisant. Mein Assistent meint, vor den anderen Zitadellvölkern kriechen zu müssen. Er will damit zeigen, dass wir Menschen vernünftig sind. Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütig zeigen. So war es auch mit den Turianern. Mein Assistent ist ein Idiot. Okay, er ist nicht nur ein Junkie, sondern auch ein Rassist, wie es aussieht. Was für ein Stimulans ist das genau? Ich kenne mich mit den medizinischen Fachbegriffen nicht aus, aber es erhöht zum Beispiel die Geistesleistung und das Kurzzeitgedächtnis. Damit kann ich konzentriert und aufmerksam bleiben. Wenn ich es nehme, entgeht mir nichts. Versuch doch einfach mal ohne, dann fühlst du dich auch besser. Was ist so bedeutend an diesen Verhandlungen? Die Salarianer wollen die Bedingungen für langfristige Geschäfte festlegen. Es geht um Milliarden Kredits. Wenn ich das Mittel nicht bekomme, wird mein Assistent übernehmen müssen und den Deal vermasseln. Ein komplettes Desaster. Jetzt sind wir wieder an der gleichen Auswahlmöglichkeit wie eben. Sie sollten mehr Vertrauen in Ihren Assistenten haben. Haben Sie ihn nicht instruiert? Mein Assistent meint, vor den anderen Zitadellvölkern kriechen zu müssen. Er will damit zeigen, dass wir... Das kennen wir ja schon. Ja, ist okay. Und nein, ich werde dir kein neues Mittel besorgen, weil du bist nämlich ein verfluchter Junkie. Kieler, Sie haben ein Problem. Sie brauchen Behandlung. Von außen mag das vielleicht so aussehen, aber das hier ist nur eine Ausnahmesituation. Alle Top-Verhandlungsführer nehmen dieses Stimulans. Immer am Rande der Legalität. So geht das Spiel nun einmal. Okay, und wie oft kommt sowas vor? Wahrscheinlich nicht allzu wenig, oder? Es werden wohl nicht alle Top-Verhandlungsführer um Hilfe bitten, mehr Stimulanzien als erlaubt zu bekommen, Kieler. Vielleicht haben Sie recht. Ich wollte der Menschheit dienen und habe mich selbst dabei überschätzt. Also wird dies das letzte Mal sein, dass ich das Stimulans nehme. Wenn der Deal abgeschlossen ist, begebe ich mich in Behandlung. Nein. Du begibst dich jetzt in Behandlung. Sie können der Menschheit nicht helfen, wenn Sie auf Überdosis durch die Verhandlungen torkeln. Sie brauchen sofort Hilfe. Sie verstehen es einfach nicht. Die Menschheit braucht mich und ich brauche das Stimulans. Ohne es werde ich... Ich bin so verwirrt. Ich werde ohne das Stimulans immer so müde. Ich brauche nur noch einen Schub davon. Geh jetzt in Behandlung. Es ist keine Schande, ein Problem zu haben. Aber Sie brauchen eine Behandlung. Sie haben recht. Ich werde meinen Assistenten informieren. In diesem Zustand kann ich nicht arbeiten. Ich werde mir helfen lassen. Aber so weit hätte es nicht kommen dürfen. Ja, stimmt wohl. Ja, wir haben jetzt ein bisschen abtrünnig bekommen, aber manchmal muss man die Leute auch einfach so wachrütteln. So, wer wollte sich jetzt eigentlich noch mit uns hier unterhalten? War es Captain Anderson, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, oder... Der sitzt da, Captain Anderson. Genau, mit dem sollen wir sprechen. Ich würde sagen, das machen wir aber erst im nächsten Part. Und dann wollen wir mal gucken, was er uns zu erzählen hat. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Also, bis dann. Ciao.